Die Kapelle Maria Heimsuchung liegt in unmittelbarer Nähe zum Zugspitzgletscher, nur 300 Meter unterhalb des Gipfelkreuzes. Von hier aus hat man einen traumhaften Blick über das Wetterstein und das Karwendelgebirge. 30 Jahre ist die Kapelle jetzt alt und Weihbischof Franz Dietl hat den Gottesdienst zum Jubiläum gefeiert. Als ehemaliger Pfarrer von Oberammergau kennt er das Gotteshaus in- und auswendig. Ich fand es als Bergfreund und Bergsteiger, der ja nun auch öfter in dieser Gegend gewandert ist, schon schön und großartig, dass jetzt auch auf der Zugspitze eine Kapelle ist, die gehört einfach hierher. Der Ansturm auf die Jubiläumsmesse war groß, aber nicht alle der vielen Gläubigen von weit und fern passten in die kleine Kapelle. Und da heroben am Sonntag eine Kirche, eine Messe mitzufeiern, das ist wirklich das Allerschönste, was ein erleben kann. Und ich habe mich heute schon so gefreut auf diesen Tag, dass ich die Feier mitfeiern kann. Die Kapelle ist das ganze Jahr über gut besucht. Viele Wanderer, Bergsteiger oder Skifahrer kommen regelmäßig hierher. Von Juni bis Oktober finden jeden Sonntag um 12 Uhr katholische Gottesdienste statt, dienstags evangelische. Nachdem wir hier eine katholische Kirche auf der Zugspitzplatte haben, haben wir sehr wohl eine besondere Verbindung zur katholischen Kirche. Ich finde, es ist sehr wichtig und gut, dass hier oben eine Kirche ist, dass auch die Menschen in der Freizeit, wo sie sich gut gehen lassen, auch wissen, an wen sie sich wenden können und wem sie dafür danken müssen. Aus ganz Deutschland kommen die Gäste der Zugspitzkapelle. Ausschlafen war an diesem Sonntag allerdings nicht drin. Aber ziemlich früh, so um 6:45 mussten wir aufstehen und dann schnell gefrühstückt und dann hierher gefahren. Es ist gut, sehr schön, also schön mit Schnee hier und schöne Hütte, schöner Ausblick, ist gut. Ja, wir kommen aus Frankfurt und waren jetzt in Bayern im Urlaub. Und auf dem Rückweg sind wir jetzt über München einen Abstecher gegangen und haben gedacht, wir gehen nochmal auf die Zugspitze und schauen uns dieses kleine Kirchweihfest an. Beliebt ist die Kapelle aber nicht nur bei Touristen, weiß Thomas Schmidt, der Bürgermeister von Garmisch-Partenkirchen. Ich weiß, wir machen sehr viele Trauungen hier oben auf der Zugspitze und die Brautpaare gehen auch alle gerne hier auf die Kapelle. Ursprünglich war die Zugspitzkapelle aber nicht für Brautpaare gedacht. Der Garmisch-Partenkirchener Fritz Kittsteiner hat sie aus Dankbarkeit bauen lassen. Denn seine Frau Maria hatte eine Krebserkrankung überwunden. Und zum 30-jährigen Jubiläum war die Familie Kittsteiner natürlich auch dabei. Mein Opa ist schon vor über 10 Jahren gestorben und eigentlich ein trauriges Thema, aber an so einem schönen Tag gibt es kaum einen schöneren Ort, wo man an die beiden denken kann. Das ist ein Ort, der immer wieder gerne besucht wird von unserer Familie, weil er natürlich auch mit unserer Familiengeschichte jetzt tief verwurzelt ist. Und vielleicht heiratet ja sogar einmal ein Urenkel der Stifter in der Zugspitzkapelle, wo man sich dem Himmel ganz nah fühlen kann.